Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Lange ist es her, ich weiß. Ich hatte in der letzten Zeit nicht so die richtige Zeit gefunden, weil ich hatte ja Abschlussprüfung. War ich letzte Woche im Urlaub mit meiner Freundin in Österreich. Und davor halt so ein bisschen nicht so die richtige Zeit gefunden oder der Wetter war blöd. Heute ist das Wetter zwar auch nicht so berauschend, aber fürs Wheelie-Training heute reicht's. Wir sind heute auf so einem abgesperrten Gelände wieder. Heute dachte ich mir einfach mal wieder hier. Wheelie-Training wird mal wieder Zeit. Und genau das machen wir heute. Ich will mir eigentlich heute vornehmen, einfach mal dieses mit dem Bein nach unten wieder zu üben. Das will ich mir mal wieder vornehmen, weil darauf hätte ich mal wieder Bock, weil ich schon wieder Leute gesehen habe, die das wieder ziemlich gut können. Mit einfach halt Fuß auf der Hinterradbremse und einfach dann das Bein wieder unten bleiben lassen. Hätte ich eigentlich mal wieder Bock. Das ist eigentlich heute so ein bisschen das Ziel oder einfach wieder üben. Wenn ihr irgendwelche Video-Wünsche habt, schreibt es mir gerne wieder in die Kommentare. Weil so langsam ist es wieder so, ich weiß nicht mehr so richtig was. Lasst es mich einfach gerne wissen oder Tipps zum Wheelie, schreibt es einfach gerne rein. Würde mich auf jeden Fall immer gerne interessieren. Und somit würde ich sagen, starten wir einfach mal. Probieren es mal wieder, es ist schon auf jeden Fall eine Zeit lang wieder her, wo ich das wieder geübt habe. Oh ja, aber ging eigentlich. Da hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen schlechter vorgestellt. Ich habe mir ja auch die Kommentare letztes Mal durchgelesen, was ich geschrieben habe, wegen länger oben halten, das ist einfach so ein bisschen mehr am Gas bleiben und einfach das Gewicht mehr nach hinten. Ich meine, ich sitze jetzt hier schon Ende von der Sitzbank. Also noch weiter hinter kann ich echt nicht, weil dann komme ich gefühlt nicht mehr zum Länger. Aber ja, Leute, wir probieren es einfach ein bisschen. Das ist halt jetzt eigentlich so ein bisschen am Kipppunkt bleiben, ist das jetzt eigentlich. Ich bin halt wieder der. Wieder brutal. Oh, okay. Jetzt war es ziemlich hoch. Habe ich aber auch gemerkt, wie der Kipppunkt einfach so jetzt auf einmal so leicht wurde. Okay, das ist krass. Jetzt habe ich auf jeden Fall sehr gemerkt, wie der Kipppunkt kam, also wie es Moped immer leichter wurde. Aber krass, wie das sich so verändert hat. Okay, geil. Meine Sorge ist, mit dem linken Bein dann, weiß ich nicht mehr so richtig, ob ich da noch bis runter komme. Das sieht mir irgendwie ein bisschen knapp aus. Aber so an sich, also jetzt habe ich auf den Kipppunkt auf jeden Fall gemerkt, aber ich weiß ja nie so richtig, wenn ich da in der Luft bin, ob ich dann überhaupt so weit hinterkomme. Wisst ihr, was ich meine? Das war jetzt, ist halt immer noch ein bisschen Questions. Aber so an sich bin ich eigentlich zufrieden. Was ist denn das los, ja? Oh, okay. Das war jetzt ein bisschen sehr hoch. Aha. Aber es ist krass, wie das Fleisch mich gerade übt. Ich würde sagen, ich mache erstmal kurz eine Pause, damit das Mobit wieder runtergekühlt wird. Mein Finger bricht, kühlt auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde jetzt einfach so ein paar Szenen einschneiden, die ich ganz gut finde. Das ist nicht allzu langweilig für das Video. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr jetzt mal ein Abo da lassen würdet. Wäre mir auf jeden Fall eine riesen Freude. Auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und schreibt auf jeden Fall gerne was in die Kommentare wegen Videovorschläge. Was habt ihr für Fragen? Würde ich mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich kann auch mal wieder ein Frage-Antwort-Video machen, habe ich auch gar kein Problem damit. Ihr müsst mir nur Fragen stellen auf jeden Fall. Könnt ihr mir auch gerne hier auf Instagram schreiben. Ist natürlich gar kein Problem. Und ja, ich will dann mal probieren, ob ich die GoPro vielleicht irgendwo mal dorthin hin tun kann, dass ihr das mal von außen seht.
will ich dann mal probieren. Mal gucken, ob mir das dann gelingt. Aber ja, muss ich mal schauen, weil ich habe jetzt kein richtiges Stativ oder so mit. Aber mal gucken, vielleicht kann ich das irgendwo anlehnen. Ja, genau, wie gesagt, ich fahre jetzt einfach weiter. Ich schneide einfach ein paar Szenen ein, wo ich jetzt vielleicht gute Höhe habe oder wo vielleicht irgendwas passiert oder so. Ja, ich hoffe, das Video wird jetzt nicht allzu langweilig für euch. Genau, wünsche euch aber auf jeden Fall trotzdem viel Spaß dabei und genau, wenn jemand einen Tipp hat, schreibt es gerne rein. Genau, let's go. Ja, nice. Oh, okay, das war gerade ein bisschen. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ich habe gerade mein rechtes Bein von der Bremse genommen. Das war gerade nicht so gut. Gar nicht mehr ziehen, so schwach ist mein Finger. Ja, okay, wie gesagt, oh, der strengt so im Finger an. Ich werde jetzt einfach mal meine GoPro mal gucken, ob ich die jetzt mal irgendwo dorthin stelle und dann werde ich noch mal ein paar mal probieren. Ich denke mal, das war es dann aber schon mit dem Video, weil ich will es jetzt hier auch nicht allzu lang und so spannend ist es auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich hoffe natürlich, ihr lasst mir trotzdem gerne einen Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne den Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach bis zum nächsten Video. Schaut euch jetzt das Ende noch gerne an und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. We could have lived this dance forever, but now